Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 12. Oktober. Ich grüße ganz herzlich Christian Kämmerer wieder on air und wir sehen mit Blick auf die Heatmap und natürlich den bisherigen Bewegungen, vorausgehend die gestrigen Bewegungen, einen Erholungsimpuls beim britischen Pfund, der sich hier in der gestrigen Nacht ereignete. Davor das britische Pfund ja weiter auf Abwägen. Wir hatten hierzu auch gestern einen Kommentar in Sachen Flash Crash. Und hier sei bemerkt, dass das britische Pfund an sich schon vom Fair Value her betrachtet relativ preiswert scheint. Zumal mit der Marke von 1,20, schauen Sie einfach auf den großen Check hier auf den verschiedenen Webseiten zu finden, beziehungsweise eben hier nochmal kurz gezeigt. Mit der Marke von 1,20 hier im Jahrzehnte-Chart auf Monatsbasis durchaus ein Boden gefunden sein könnte, der jetzt hier auch mit der bullischen Saisonalität, die hier vorausliegt, durchaus dafür sprechen könnte, dass wir eben einen größeren Erholungsimpuls sehen. Wie wirkt sich das auf, oder besser gesagt aus, auf das britische Pfund gegenüber dem Euro oder im Kontext Euro-britisch Pfund vielmehr? Das wird interessant zu beobachten sein und ich habe hier ein kleines Schmankerl, das zeige ich Ihnen gleich. Jetzt erstmal hier auf den Chart auf Monatsbasis auch. Hier mit Blick eben bis zu den Höchstständen vor der Finanzmarktkrise. Sehr, sehr starkes Momentum hier im Dezember 2008. Monsterkerze, letztlich dann sukzessive nach unten gelaufen und Sie wissen es, wer das Devisenradar bzw. hier schon länger on air mit mir wirkt, dass die Marke von 0,70 auch schon seit jeher als interessantes Rebound-Level bezeichnet wurde und ja Ende 2015, Anfang 2016 konnte der Euro dann hier signifikant nach oben ausbrechen, gerade mit der Monatskerze hier vom Januar und dann auch diesen Abwärtstrend brechen. Entsprechend dann hier ja auch aufgrund des Brexit-Events hier insbesondere 1.6. bzw. hier die Monatskerze vom Juni vielmehr, dann natürlich zusätzlicher Auftrieb kam. Das britische Pfund seither weiter unter Druck und hier partizipiert der Euro natürlich dann doch schon relativ stark. Obgleich der Euro selbst sich hier gerade gegenüber dem US-Dollar in einer großen Range unverändert befindet, sieht es dennoch hier sehr, sehr bullisch aus, wenn man den Euro gegenüber dem britischen Pfund singular betrachtet, sozusagen in den Kontext nimmt. Tatsache ist aber, wir haben hier das eine Ziellevel sehr, sehr dynamisch überwunden. Dieses Widerstandsniveau hier bei 0,8760 rund, 0,8750 mit den Höchstständen hier aus 2013, ein ja durchaus akzeptabler Widerstandsbereich, der buchstäblich aber überrannt wurde. Und dann gab es, und Sie sehen hier diesen großen Balken auf der Oberseite, die Tendenz, dass wir in Richtung 0,90, 50, 0,91 laufen könnten. Und das ist geschehen mit den jüngsten starken Impulsen. Und jetzt sind wir hier an dem Punkt, ja, die Monatskerze ist natürlich noch in der Halbzeit begriffen. Das heißt, die Kerze ist längst noch nicht vollendet. Aber es deutet sich an, und der aufmerksame Zuschauer hat hier wahrscheinlich den Seasonal Chart schon gesehen mit Blick auf die kommenden 20 Tage. Das sieht mal gar nicht gut aus. Saisonal haben wir hier ein sehr, sehr kippendes Muster, was hier eindeutig nach unten weist. Und jetzt sehen wir uns hier mal diesen Tageschart an, der ja hier die sehr, sehr starke Spike-Kerze vom 7.10. nochmal visualisiert. Hier schöner Ausbruch nach oben, Schulterkopf, Schulter nach unten hat sich hier nicht ergeben. Rein technisch aber hier durchaus visualisierbar. Aber jetzt sieht es eben so aus, gerade mit der heutigen Schwäche nach dem gestrigen Move nochmal nach oben, dass hier durchaus die Bären an den Zug kommen könnten. Gerade vor dem Hintergrund eben der Saisonalität, die ja eindeutig nach unten weist, könnte man ein neues Tief bzw. die Aufgabe, machen wir das mal auf dem Tageschart fix, hier dieses leichten Support-Levels, welches hier etabliert wurde während der letzten Tage. So, wenn es also hier nochmal unter das Niveau 0,89 geht, 0,8995 vielmehr, 0,8980, ja, dann ist davon auszugehen, dass man hier weitere Schwäche sehen kann und hier ein Test dieser oberen Trendkanalkante sieht und dann möglicherweise sogar noch eine weitere Abwärtsbewegung, die sich hier durchaus noch entsprechend fortsetzen könnte. Gar möglicherweise mit Blick hier sogar bis in den November hinein hier zu einer deutlichen Korrektur führen könnte. Ganz klar hier eben durch eine Stärke des britischen Pfund, durch eine wahrscheinliche Stärke des britischen Pfunds initiiert, kommt dann noch eine Euro-Schwäche hinzu. Ja, dann sieht es natürlich um ein Vielfaches schlechter aus, wenn man dann einen doppelten Effekt praktisch hat. Sozusagen mal hier das favorisierte Szenario, was auch übrigens in einer statistischen Auswertung nachweisbar ist, und zwar hier mit dem Schlusspreis vom 13. Oktober, ja, Einstiegsdatum. Ausstiegsdatum wäre Anfang November, Ende Oktober, je nachdem, wie es kalendertechnisch fällt. Letztlich geht es um 13 Kalendertage, die hier einen Short Bias beim
Euro gegenüber dem britischen Pfund zurückgerechnet. Auch Euro angepasst sozusagen. Es gab in 1995 noch nicht den Euro. Hier zurückgerechnet bis in die 90er Jahre eine grundsätzlich fallende Tendenz aufweist. Und diese Tendenz verspricht während der kommenden 13 Handelstage, wohlbemerkt ab dem morgigen Tag erst zum Einstiegspreis wäre dann hier zwischen 23 und 0 Uhr am 13.10. Verspricht sich hier ein durchschnittlicher Gewinntrade, der sich im Bereich hier von 110 Pips gen Süden bewegt. Profitabilität liegt bei 76%, also hier die Trefferquote, denn in den letzten 21 Jahren erfolgten 16 Mal Abwärtsbewegungen in einem Zeitfenster eben beginnend vom 13.10. bis Ende Oktober. Das ist sehr, sehr interessant. Hier haben wir auch das Ganze in einem Sammelsurium-Cheat sozusagen dargestellt. Und es gab, wie gesagt, hier gerade in den letzten Jahren 2014, 13, also 15, 14, 13 zurückgerechnet, immer wieder Gewinnjahre. Das letzte Verlustjahr war im Jahr 2008. Da gab es auch hier diesen kleinen Dip. Und seither ging es hier sukzessive nach oben. Also auch insbesondere 2015 hier sehr, sehr stark entwickelt. Und das ist natürlich was, was hier hoffen lässt, dass es unter Umständen wieder ein Wiederholungseffekt gibt, der hier entsprechend den Euro gen Süden führt. Technisch, wie gesagt, nach oben ausgereizt, saisonal. Hier ein Pattern, welches weitere Verluste verspricht. Und insofern dürfen Sie mal gespannt beobachten, wohin der Euro gegenüber dem britischen Pfund noch zieht. Gehen wir natürlich über das gestrige Hoch hinaus. Ja, dann darf es auch weitergehen. Das will man natürlich nicht hier verschweigen, wenn die grundsätzliche Abwertung des Pfunds noch weiter anhält. Wie gesagt, das sehe ich aber vom Fair Value eigentlich nicht so, dass das noch lange so anhält. Vielmehr wird es mal Zeit für eine Gegenbewegung, also für eine kräftigere Erholungsbewegung. Das heißt nicht, dass der komplette bärische Bias jetzt umschwenkt vom britischen Pfund, aber für eine Erholungsbewegung scheint mir die Zeit reif. Ansonsten, wie gesagt, das sieht hier sehr, sehr gut aus. Saisonal haben wir hier einige Treffer, die dafür sprechen, dass es eben hier nach unten geht beim Euro gegenüber dem britischen Pfund. Für heute muss man sagen, gerade aufgrund der nächtlichen Action eben, sind wir hier von der Daily Range mit 94 Pips Bewegung und Pulsivität schon am Limit. Aber wir sehen aktuell auch wieder eine Schwäche und das könnte eben auch hier nochmal zu einer Unterschreitung des Niveaus von 0,90, 0,89, 80, wie anfangs dargestellt, führen und das müsste, Schrägstrich, dürfte. Müssen muss hier gar nichts an den Finanzmärkten, dürfte dann hier durchaus zu einer weiteren Schwäche führen. Also geben Sie Obacht, Euro, British Pfund, definitiv interessant. Ich sage erstmal danke fürs heutige Dabeisein. Heute Nachmittag wieder das JFD-Devisenradar, 15 bis 16 Uhr. Kostenlos sind Sie herzlich eingeladen. Da schauen wir uns noch ein paar andere interessante Konstellationen an. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Ansonsten bis morgen 9:30 Uhr. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.